Hallo und ein herzliches Willkommen zum Einblick zu meinem Workshop Meistern Sie jede Gesprächssituation mit der richtigen inneren Haltung. Interessant der Titel, oder? Ich behaupte ja damit, dass man mit der richtigen inneren Haltung tatsächlich jede Gesprächssituation meistern kann. In meinen 20 Jahren als Trainer und als Coach ist es so, dass ich durchaus viele Teilnehmer kennengelernt habe, die viele Seminare besucht haben, viele Techniken kennen, Kommunikationstechniken kennen, Strategien kennen. Und trotzdem kommen sie immer wieder an den Punkt, dass sie sagen, irgendwie funktioniert es nicht. Also manchmal funktionieren Gespräche einfach nicht gut. Heißt nicht, dass die Methoden und Techniken nicht funktionieren. Heißt aber, dass es in manchen Gesprächen immer wieder einen Gesprächspartner gibt, wo ich in meiner inneren Haltung einfach woanders hinrutsche, in eine Haltung rein, die nicht sehr hilfreich ist. Und da wir uns oftmals nicht so viele Gedanken über die innere Haltung machen, ist es etwas, was sehr unbewusst passiert. Und deswegen gucken wir es uns einfach mal an. Über was werden wir also sprechen? Was werden wir uns anschauen? Wir werden uns verschiedene Situationen anschauen, Gesprächssituationen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Wir werden uns die innere Haltung anschauen. Wir werden auch darüber sprechen, welche Voraussetzungen braucht es, dass ein Gespräch zielorientiert ist. Und mein Blumenstrauß dient dazu, um einfach mal deutlich zu machen, wie bei dem Thema Kommunikationsmethoden gibt es auch hier verschiedene Methoden, die man nutzen kann. Die Frage ist halt nur, welche Methode ist wirklich meine Methode, die ich dann gut umsetzen kann und tatsächlich in meinen Alltag integrieren kann. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wie gut ist meine Beziehung zu meinem Gesprächspartner? Ich glaube, jeder von uns kennt die Situation. Man lernt jemanden kennen und man sieht diesen Menschen und man versteht sich einfach von Anfang an super gut. Man ist sozusagen auf der gleichen Wellenlänge. Und man hat den ähnlichen Humor, man hat vielleicht die ähnliche Art der Kommunikation. Und selbst wenn ich nachher mal was sag, was nicht ganz so gut war oder so korrekt war, dann wird der mir das sicherlich nicht übel nehmen, weil der versteht, was ich meine und wird mir auch nicht alles in die Goldwaage legen. Das heißt, mit so einem Gesprächspartner sind wir alle Kommunikationsprofis. Es gibt einen anderen Gesprächspartner mit einer anderen Beziehung, was sehr, sehr viel mehr auf der sachlichen Ebene ist. Das heißt, die Beziehungsebene ist gut, wir haben ein Vertrauensverhältnis, wir können gut in der Sache miteinander arbeiten, aber ein Bier werde ich wahrscheinlich mit ihm nicht trinken gehen. Das heißt, hier macht es schon Sinn, mal zu überlegen, in welcher Art kommuniziere ich mit diesen Menschen. Normalerweise funktioniert es ja auch gut. Es könnte nur dann interessant sein, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben zum Thema und das ein bisschen konfliktträchtiger ist. Dann macht es Sinn, dass ich mich über Methoden wieder auseinandersetze, welche Kommunikationsmethoden gibt es, aber eben auch, mit welcher inneren Haltung gehe ich in dieses Gespräch rein. Bei dem dritten Gesprächspartner, da wird es jetzt schwierig. Das heißt, es ist ein Gesprächspartner, aus irgendwelchen Gründen kann ich mit dem einfach nicht. Mag es sein, dass es einfach vom Typ her nicht mein Typ ist, der tickt so ganz anders, der spricht auch so ganz anders, eine ganz andere Art und wir kommen einfach nicht zusammen. Wie heißt es so schön? Man wird nicht warm miteinander. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass ich mit dem schon eine Vorerfahrung habe. Also sprich, wir haben schon miteinander zu tun gehabt und da gab es vielleicht schon Gespräche, die nicht so toll gelaufen sind. Und deswegen bin ich da nicht mehr so offen und gehe da so offen rein in dieses Gespräch. Und ich habe da sicherlich so meine eigenen Bilder im Kopf, die auch nochmal mich daran hindern, in eine neutrale Haltung reinzugehen. Ja, das könnte also sein, dass es vielleicht sogar auch nur das Thema ist, dass wir so verhärtet im Thema sind, dass wir sagen, irgendwie kommen wir hier gar nicht zusammen und deswegen ist dieser Mensch für mich einfach schon kompliziert. Also es gibt verschiedene Persönlichkeiten, es gibt verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Beziehungen zu meinem Gesprächspartner und manche, da funktioniert super, darüber müssen wir auch uns auch keine Gedanken machen. Aber bei denjenigen, wo es ein bisschen schwieriger wird, dann macht es einfach Sinn, tatsächlich bewusst in die Kommunikationsart reinzugehen, aber auch bewusst in die innere Haltung reinzugehen und zu prüfen, in welcher Haltung bin ich denn eigentlich drin?
Bei der Haltung ist eher die Frage, was halte ich von meinem Gesprächspartner? Es ist sehr mühselig, die Frage zu stellen, was hält mein Gesprächspartner von mir? Weil das kann ich nicht beeinflussen. Das kann ich höchstens indirekt beeinflussen, indem ich ihm sozusagen mit einer offenen, neutralen Haltung gegenübertrete. Aber ansonsten kann ich ihn doch nicht verändern. Was ich aber verändern kann, das ist mich. Meine Haltung, meine Einstellung, meine Kommunikationsart. Und da wir uns permanent spiegeln, wird es eine Auswirkung auf ihn haben. Das heißt, es ist wichtig, sich erstmal darüber bewusst zu werden, was brauche ich in meiner Kommunikation, damit ich offen und neutral in dieses Gespräch reingehen kann und nicht mit diesem Fokus, mit diesem Tunnelblick, wo ich mir denke, oh, mit dem wird es sowieso nichts und ich lasse gar keine andere Meinung zu, weil hier die Filter einfach sehr groß sind. Was brauchen wir also für ein zielorientiertes Gespräch, um auch Ergebnisse zu erreichen? Naja, auf der einen Seite brauche ich diese neutrale Haltung, damit wir wirklich gut hinhören, was gesprochen wird und auch gut hinhören, was vielleicht auch so zwischen den Zeilen drin schwingt. Aber es ist natürlich auch sehr hilfreich, sich bewusst zu machen, warum sitzen wir eigentlich hier zusammen? Was ist eigentlich die Absicht und das Ziel dabei? Und das kann natürlich auch nochmal so helfen, an der Stelle tatsächlich ein Stück weit mit dieser Haltung reinzugehen. Ich möchte tatsächlich ein gemeinsames Ziel mit diesem Gesprächspartner erreichen. Es ist total einfach, diese Dinge hinzuschreiben, dass die neutrale Haltung die Haltung ist, die wir einnehmen sollten. Es ist auch total einfach, darüber zu sprechen. Es ist nicht immer so einfach, ganz bewusst in diese Haltung reinzugehen, weil Haltungen passieren sehr unbewusst. Das ist die nonverbale Kommunikation, was einfach gut rüberschwingt, was so da innen drin in unserer Vorstellung, in unseren Einstellungen tatsächlich ist. Hier haben wir einen bunten Blumenstrauß, was möglich ist, wie wir bewusst unsere Einstellungen verändern können, unsere neutrale Haltung erreichen können. Was mache ich für mich? Ein wichtiger Schlüssel ist tatsächlich, eine Distanz zu den eigenen Emotionen zu bekommen. Das heißt, habe ich einen schwierigen Gesprächspartner, der mich wirklich fordert, dann macht es ja auch emotional etwas mit mir. Und aus dieser Emotionswelt muss ich raus. Eine Möglichkeit habe ich ehrlich gesagt schon genannt, die nämlich sein kann, dass ich bewusst mir mein Ziel vor Augen führe. Was ist sozusagen das, was ich am Ende damit erreichen möchte? Eine Möglichkeit, weil damit hebe ich meine Emotionen ein Stück weit, schiebe ich sie zurück, weil sie jetzt gar nicht so wichtig ist. In der Prioritätenliste hebe ich das Ziel hervor, warum wir eigentlich zusammen sind. Das ist der eine Punkt. Was ich gerne auch mache ist und was auch gerne empfohlen wird, ist der sogenannte Perspektivenwechsel. Es heißt ja gerne, sich mal in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Das ist gut und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Nur es ist nicht immer einfach, erst recht, wenn die Fronten so richtig schön verhärtet sind. Da will ich nämlich auch gar nicht, mich in den hineinzuversetzen. Einen kleinen Trick, den man machen kann, das ist ein bisschen einfacher, dass ich eine imaginäre dritte Person hinzuhole. Das heißt, ich überlege mir in dem Team, in dem wir arbeiten, wer von dem Team kommt ganz gut mit diesem Menschen klar und nennen wir ihn einfach mal Herr Müller. Und dann versetze ich mich in die Lage des Herrn Müllers und überlege mal, wie würde Herr Müller diese Situation jetzt angehen? Wie würde er dieses Gespräch führen? Und dadurch habe ich sehr wohl auch die Möglichkeit, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, aber nicht ganz so hart und so schwierig, dass ich gleich in meinen Gesprächspartner mich hineinversetzen muss, sondern in eine andere Person, die etwas neutraler diesem Menschen gegenübersteht. Das ist eine weitere Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich persönlich sehr, sehr gerne mache, weil die Frage ist ja nicht nur, wie bereite ich mich vor auf meine innere Haltung, sondern die Frage ist auch, wie kann ich sie halten während eines Gesprächs? Und da verwende ich zum Beispiel sehr gerne den Anker. Anker kann man in verschiedensten Varianten setzen. Ich mache das ganz gerne mit Schmuck, weil ich den sowieso trage. Und ich habe einen Ring, den habe ich in London gekauft.
Und wenn ich an London denke, habe ich sofort eine gute Laune, weil ich in London einfach eine super Zeit hatte. Das heißt, in solchen Gesprächen ziehe ich ganz bewusst diesen Ring an, lang auch immer mal wieder an diesen Ring während des Gesprächs hin. Und damit habe ich die Möglichkeit sozusagen, mir die tolle Emotionen, die ich mit London verbinde, automatisch wieder hervorzuholen. Und das hilft mir, in meiner neutralen Haltung zu bleiben und nicht wegzukippen, bloß weil der sagte, was mein Filter gerne sofort wieder als Reizwort aufnehmen möchte. Die Frage ist, wie kann es weitergehen? Also, wenn ich mich dem Thema widmen möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, erstmal zu wissen, dass es überhaupt unterschiedliche Haltungen gibt und dass es unterschiedliche Beziehungen gibt zu unterschiedlichen Menschen. Der nächste Punkt ist, ich sollte mir öfters bewusst machen, aus welcher Haltung heraus spreche ich denn eigentlich gerade eben. Und zwar nicht erst darauf warten, bis ich in schwierigen Situationen bin, sondern durchaus auch mal so im Alltag gucken, aus welcher Haltung heraus spreche ich denn. Und dann brauche ich eine Strategie und eine Technik, die mir persönlich tatsächlich hilft, um immer wieder bewusst in die neutrale Haltung zu kommen. Vielleicht eins der drei Tipps, die ich gerade eben hatte, oder seien Sie gerne auch selber kreativ und schauen Sie mal, was Ihnen dabei helfen kann. Wenn Sie sagen, alleine ein bisschen schwierig, dann helfe ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich biete auch Seminare dazu an, also sprich Workshops. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass diese Workshops modulartig aufgebaut sind und einen Transfertag dabei haben oder Transfercheck dabei haben, weil es mir einfach darum geht, dass sie tatsächlich etwas finden sollten, was ihnen auch wirklich hilft in ihrem Alltag, in ihrer Praxis, so dass sie es wirklich gut integrieren können. Damit wir individuell arbeiten können, sind alle Seminare maximal bis 10 Teilnehmer, mehr auf gar keinen Fall. Und wenn Sie weitere Informationen dazu haben möchten, dann finden Sie die Informationen auf jeden Fall unter www.andrea-eisert.de. Ja, ansonsten möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit, die Sie für dieses Video aufgebracht haben. Anmerkungen, Fragen, Vetos, wahnsinnig gerne erwünscht, weil ich finde, durch Fragen, durch Vetos, durch Anmerkungen haben wir alle die Möglichkeit, einfach zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Fragen werde ich auch definitiv alle beantworten. Deswegen freue ich mich einfach auf einen regen Austausch. Ich freue mich auch darüber, wenn Sie mich auf YouTube besuchen und weitere Videos anschauen, mich vielleicht auch weiterempfehlen, mich vielleicht sogar abonnieren. Und auch da freue ich mich über einen regen Austausch. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine tolle Zeit. Dankeschön, Ihre Andrea Eisert.